Sonnenschein, strahlender Himmel und Volksfeststimmung auf dem Würzburger Stadtstrand am Sonntag. Der Anlass, das Sportevent Sternler Wake Race 2015. Beim sogenannten Wakeboarding heizen die Sportler, gezogen von einem Motorboot, übers Wasser und zeigen dabei atemberaubende Sprünge und Überschläge. Wakeboarder, die sind so ein ganz besonderer Menschenschlag, sagt Veranstalter Frank Lauterbach. Alles Verrückte. Nee, ganz im Ernst, wir haben deutsche Meister, wir haben Vizemeister, österreichischen Staatsmeister und so weiter. Also das heißt, die Mannens, die hier fahren, haben alle schon mal irgendeinen großen Titel gewonnen. Und das ist auch für uns so schön, weil wir jetzt mittlerweile das drittgrößte Event in der Hinsicht in ganz Deutschland sind. Und das, obwohl das Wake Race jetzt erst zum zweiten Mal stattgefunden hat. Rund 10.000 Besucher waren letztes Jahr dabei, heuer dürften es ähnlich viele gewesen sein. Am Ende gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Vorjahressieger Conny Schrader und Philipp Schramm, der letztes Jahr auf Platz 2 gelandet war. Heuer war es umgekehrt. Schramm, der aus Aschaffenburg kommt, konnte den Sieg davontragen und einen ordentlichen Schluck vom Siegerbier. Der 23-Jährige ist happy über seinen Sieg und was er mit dem Preisgeld anstellt, das weiß er auch schon. Davon lade ich meine Freunde ein, wir werden einen schönen Abend haben und ich freue mich einfach auf nächstes Jahr. Wird genauso geil. Na, dann können wir ja schon mal gespannt sein auf das Wake Race 2016. Dass das stattfinden wird, haben die Veranstalter am Sonntag bereits bestätigt. Neu in Würzburg und die neue Trendsportart für alle, die es etwas extremer mögen: Bumperball.